Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch, The Director's Cut. Ja, im letzten Part haben wir ein rätselhaftes Artefakt noch bei Pia Kashong in der Wohnung gefunden, das uns gesagt hat, dass wir unter dem Gericht nachsehen sollen, beziehungsweise dass da irgendwas ist, weil dort Pia Kashong ja auch mehrmals anscheinend gefahren ist. Das Ticket hat das bewiesen. Und wir sind jetzt gerade vor einer Tür, die wir komischerweise nur mit einem komischen Rätsel öffnen können. Ja, das jetzt hier natürlich von der Wii-Steuerung Gebrauch macht. Und ich habe im letzten Part schon ein wenig angefangen, bin noch nicht so allzu weit weitergekommen. Ich habe nochmal eben kurz überlegt, dieses Ding hier, was hier ist, das müssen wir ja auf jeden Fall nach unten im Endeffekt dann bekommen, weil oben, da wäre es zu lang. Das heißt, wir müssen hier unten frei bekommen, damit das Teil dann runter kann. Ist ja irgendwo logisch, ne? So, dementsprechend müssten wir jetzt hier das frei bekommen. Wenn ich jetzt, hier haben wir schon mal was frei, so. Das Ding ist 1, 2, das müssen wir nach links bekommen. Wir müssen also dieses Teil, ja, ich weiß schon, das heißt, wir müssen dieses Teil auch wegbekommen, damit wir das nach oben bekommen können. Damit wir hier das nach links bekommen können, um, genau, und dieses hier noch nach links, damit das dann runter kann. So, jetzt ist aber die Frage, wie kriegen wir dieses Teil hier weg? So, dazu müssten wir dieses Teil nach unten ziehen. Alles klar. Wir können das also nach unten ziehen. Gut. So, mit ein bisschen Überlegung macht das Ganze schon mehr Sinn. So, aber das bringt uns jetzt doch noch nicht so viel. Mal gucken. Okay, ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja so, das runter. So, jetzt können wir das nach da. Das nach da und dann können wir das mal ganz hoch machen. Das nach hier und das ein Stück weiter runter. Aber naja, gut, wir müssen das ja noch nach da bekommen wahrscheinlich. Das heißt, wir wollen das ja ganz runter haben. Das heißt, wir müssten das hier runter bekommen. Dazu müssten wir entweder nach hier oder nach hier. Das ist jetzt die Frage. Okay. Also so ganz sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Okay, das geht nur links und rechts. Ja, gut. Machen wir das mal zurück. Wahrscheinlich müssen wir das erst... Eigentlich mag ich solche Rätsel, aber das dauert halt immer sehr lange bei mir. Muss man mal ein bisschen mehr Logik vorgehen. Also, wir müssen das hier runterbekommen, hatte ich ja gesagt. Das wird so natürlich, ja klar. So. Weiter runter kriegen wir es nicht, bevor wir nicht das nach da bekommen haben. Um das hier hinzubekommen, müssten wir dieses Teil ja nach links schieben können. Das heißt, die beiden müssten hoch. Das heißt, das muss hier, okay, ich verstehe schon. Das muss hier weg, damit die beiden nach oben kommen können. So. Das heißt, das muss ganz nach links. Das heißt, dieses Teil muss ganz nach oben. So, und wenn dieses Teil ganz nach oben muss, das würde bedeuten so.
irgendwo klar, ne? Ja, bloß jetzt kriegen wir das Teil wieder nicht weg. Warte mal. Ja, okay. So. Das muss weg. So, jetzt müssen wir das nach da. Jetzt haben wir das schon mal ganz unten. Okay, jetzt haben wir es fast. Das muss jetzt. Naja, okay, das muss nach unten. Jetzt müssen wir das hier wieder alles wegbekommen. Okay. So. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Jawohl. Okay. Das war anscheinend noch nicht alles. Jetzt dürfen wir das nächste machen. Wir müssen ganz nach rechts. Okay, das sieht aber einfacher aus. So, das muss nach unten. Okay, ich verstehe schon. Wir müssen also auf jeden Fall. Wir müssen. Moment. Das ist klar. Wir müssen das Ding hier runter bekommen. Das heißt, der muss nach links. Und damit der nach links kann, müsste dieser hier nach oben. Wenn der nach oben muss, dann muss der erstmal nach rechts. Okay. Ja, der muss nach. Toll. Das kriegen wir so jetzt nicht hin. Nee. Moment. Nee. So, zurück. Das hier stört noch, dieses Teil. Das muss weiter nach links auf jeden Fall. Wie kriege ich das jetzt hier weg? Das ist ätzend. Das muss weg. Und das kriege ich nicht weg, solange das hier im Weg liegt. Ich muss das also nach da befördern. Oh Mann. Ich sehe schon, was das für ein Akt wird. Wir müssen die erstmal nach da bekommen, damit hier. Moment. Den können wir noch. Der muss nach da. Komm schon. So. Jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter. Oder auch nicht. Der kann immer noch nicht ganz nach unten, weil das Ding immer noch im Weg ist. Okay. Gut, das Ding ist immer noch im Wege. Das muss, ja. Es muss nach links. Das ist totaler Mist. Totaler Mist ist das. Mann. Wie kriege ich denn das hier rüber? Ne, den noch. Den muss ich ja hier wegbekommen. Nach da. Hier steht. Die stehen mir alle im Weg. Die müssen alle nach oben. Okay, den habe ich schon mal nach oben. Ja, toll, den. Okay. So. Das bringt mir ja nichts. Der muss ganz nach links oder rechts?
Wie soll ich die denn hier wegbekommen, wenn der hier... Der ist... Moment, der wäre hier. Würde er immer noch stören. Und da würde er ja auch immer noch stören. Wie soll ich die denn komplett wegbekommen hier? Das geht doch gar nicht. Beide einen nach oben bekommen. Ich krieg die hier nicht weg. Oh Mann, total festgefahren. Und ich glaube, man kann hier auch nicht, nee, man kann nicht speichern während der Geschichte. So. Es muss. Ja, ich muss das hier wegkriegen. Und um das wegzukriegen, ja, muss ich wahrscheinlich. Ja. Den Schalter wieder weg, da weiter wegbekommen. Das heißt, ich muss das Ding erstmal wieder zurückbekommen. Ja, okay. Versuchen wir es mal so. So, denn jetzt können wir den, bekommen wir den hier weg. Ein Stückchen nach links schon mal. Ah, jetzt wird's was. So, jetzt haben wir den noch da. Ja, aber jetzt kriegen wir den ja nicht nach unten, weil der jetzt wieder im Wege steht. Jetzt müssen wir den ein Stückchen nach hier wieder bekommen, damit wir die weiter hochschieben können noch. Damit der dann dahin kann oder so. So, hier hin, denke ich mal. Dann kann der immer noch darüber. Dann haben wir die beiden. Dann kann der nach hier verschoben werden. Nicht ganz. Dann müsste der da oben erstmal weg. Oh Mann, eine Sache nach dem anderen ist da nervig. Was mache ich hier eigentlich? Krieg den muss ich nach unten und den kriege ich hier nicht weg. Immer stört irgendwas. Vielleicht schon mal so ein bisschen. Na. Moment. Ah, bringt mir auch nichts. Der muss ja weiter runter. Das bringt mir so auch nichts. Den nach unten. Nee. Das bringt mir auch nichts. Ich muss den noch ein Stück nach links weiter bekommen. Nur ein Stück. Oh Mann. So. Ah. Es hilft mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich krieg den hier nicht runter. Ja, Leute, das wird doch vielleicht langsam ein bisschen langweilig für euch. Ich weiß es nicht. Ihr euch das die ganze Zeit jetzt ansehen wollt. Ich stelle mich hier nicht gerade toll an. Ich weiß, dass ich es irgendwann hinkriegen werde. Die Frage ist halt nur wann, ne? So. Ja, der stört immer noch hier. Im Grunde muss der weg und ich krieg's einfach nicht auf der Reihe. Müssen das mal ganz anders machen.
Wir müssen jetzt hier irgendwie die Sachen alle nach oben bekommen, damit ich den nach links verschieben kann. Wie auch immer das machbar sein wird. Nee. Na. So. Ich muss den noch ein Stück nach links. Noch ein Stück nach links und dafür müsste ich hier den wegbekommen. Das heißt, ich muss ihn erstmal ganz nach rechts, dann den da hoch und dann. Wie soll denn das gehen? Dann stört der hier oben wieder. Ach, Mann, Leute. Ich eier hier nur rum die ganze Zeit. Das bringt doch alles so nichts. Bin fast gewillt, das Ganze nochmal komplett von vorne zu starten hier. Werde jetzt einfach mal so ein bisschen. Was ich einfach mal irgendwas machen. Manchmal hilft es. Zwar nicht immer, aber manchmal. Tja. Kriegt dieses Ding nicht weiter nach oben. Das können wir vergessen, weil wir die beiden da, die kriege ich da überhaupt nicht weg. Okay, ich müsste die beiden runter. Das heißt, ich muss den erstmal nach hier, dann die beiden runter, dann den nach da. So. Dann könnte ich. Tja. Den nach links, ne? Ich muss den nach oben bekommen. Ich muss. Ja, und das. Es wird nichts. Ja, der ist jetzt da. Aber der hier nicht, den kriege ich nicht. Wir sind wieder an der gleichen Stelle wie vorher, weil das Ding nicht nach hier zu verschieben geht. Kriege ich den hier nicht beiseite, damit der hier runter kann. Das ist der störendste von allen halt. Nee. Wie? Ich müsste den nach unten bekommen. Aber wie? Ich krieg den nicht nach oben. Krieg den nicht hoch da und den kriege ich nicht. Nee, Leute, ich hab echt. Boah, nee, das. Ich krieg das nicht auf der Reihe. Und das Blöde ist, ich kann es auch nicht später machen, weil ich nicht speichern kann während des Rätsels.
Ich muss das jetzt machen. Gut, ich könnte jetzt offscreen weitermachen, ohne euch. Ah. Werde ich wohl tun müssen, Leute. So leid es mir auch tut, dann werdet ihr halt nicht sehen, wie ich es jetzt weiter schaffe, wenn überhaupt. Aber es geht einfach nicht. Ich setze jetzt hier einen Break und ja, sobald ich hier mal ein bisschen weitergekommen bin, melde ich mich wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich bin noch nicht wirklich weiter, aber ich krieg's einfach nicht geregelt. Weil ich ja eigentlich weiß, wo es hin muss, aber ich weiß auch, was mich stört und das kriege ich einfach nicht weg. Ich kriege dieses Teil nicht nach oben, um dieses hier ja, aber dieses Teil kriege ich nicht nach oben, um das hier wegzubekommen, damit der runter kann und der dann nach rechts durch. Ich habe mir jetzt schon zwei Tipps hier geben lassen. Also hier kann man sich drei Tipps holen, ähnliche bei Professor Layton. So, jetzt hole ich mir den dritten Tipp. Der erste Tipp war, denke voraus zu der Position, in der sich der Riegel befinden sollte, um zu funktionieren. Von dieser Position aus müsstest du in der Lage sein zu erkennen, welche Balken verschoben werden müssen und wohin. Ja, ist auch klar. Bloß, wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht. So, zweiter Tipp. Die Schöpfer des Schlosses haben einen speziellen Cheat eingebaut. Wenn du wirklich festhängst, wähle nächster Tipp, um den Cheat zu finden. Ja. Cheaten tue ich zwar eigentlich ungern, aber okay. Zeige mit der Wii-Fernbedienung nach oben links und dann nach unten rechts auf dem Bildschirm. Und das Schloss springt auf, weil das ist ja wirklich ein Cheat. Falls man halt wirklich nicht weiterkommt. Aber Leute, ich möchte das eigentlich extrem ungern benutzen, diesen Cheat. Lieber wäre mir jetzt noch ein Tipp gewesen, von wegen fange so und so an oder sowas. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich krieg's echt nicht auf die Reihe. Moment mal. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich doch das Ding hier nach links verschoben, was ich die ganze Zeit tun wollte. Ja, hol's der Teufel, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt habe ich das tatsächlich hingekriegt. Aber was nützt mir das jetzt? Nützt es mir was? Ja, jetzt ist das Ding natürlich im Weg. Super, jetzt ist das Teil im Weg. Moment, das können wir ändern oder auch nicht. Ja, jetzt ist das verdammt. Das gibt's doch nicht. Ich habe das jetzt ohne. Jetzt habe ich wirklich gelabert und habe ohne irgendwie zu wissen, was ich überhaupt tue, habe ich das hingebogen. Jetzt mal ganz im Ernst. Das gibt's doch nicht. Also Leute, merkt es, das kann doch nicht sein. Also merkt euch das, wenn ihr irgendwo mal mit dem Rätsel nicht klarkommt, labert einmal einfach über irgendwas und macht ohne nachzudenken irgendwas und schon klappt das Ganze. Also muss ich mir nachher im Video nochmal angucken, was ich da gemacht habe. Ich habe das echt unbewusst gemacht, das gibt's überhaupt nicht. Das ist unglaublich. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Da komme ich jetzt noch gerade noch überhaupt nicht drüber hinweg, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wie habe ich das jetzt gemacht? Unglaublich. Ja, typisch, wenigstens haben wir es in diesem Part noch geschafft. Aber das war wieder so Dreamworld-like, typisch, also unglaublich. So, da fehlen mir die Worte. Ich glaube, das muss ich mir merken. Oh Mann, okay, jetzt schauen wir uns mal hier um. Ein Raum voller Müll, ja. Was haben wir denn hier alles? Okay, jetzt schauen wir uns erstmal das Ding hier an. Ja, schub's um. Oha. Tja, so kann man es natürlich auch machen. Hier ist was. Eine alte Geschosshülse.
was die wohl hier zu suchen hat. Oh, eine Patrone. Hat jemand geschossen? Ist ja auch ein Mord gab. Jetzt mal anschauen. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Das hier. Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Tja, könnte man, ne? Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Oh, können wir damit vielleicht irgendwas machen? Hier mit der Spange was raustrennen oder so? Nee. Okay. Noch irgendwelche Möglichkeiten? Geschosshülse mal genauer angucken. Die Messinghülse ist glatt und vollkommen rund. Okay, glatt und vollkommen rund. Hier vielleicht? Okay. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Oh, hätte ja sein können, dass du dazu Bock hast. So, mal gucken, ist hier noch irgendwo was? Okay, dann gehen wir erstmal zu der Tür hier. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. Also, eine Steintüre. Es muss einen Mechanismus geben, um sie zu öffnen. Hm. Ja, was für ein Mechanismus. Vielleicht mit dem Geschoss. Naja, okay, es war ja... Okay, wir werden mal irgendwas mit dem Gitter oder mit dem Boot hier anstellen können. Aber was? Ich denke nicht, dass das Artefakt, was damit, oder dieses, das, was wir ja abgepaust haben, was damit zu tun hat. Die Walze, die Geschosshülse vielleicht irgendwie. Was weiß ich, keine Ahnung. Ja, ja, was auch, ne? Die Karte, die Druckwalze. Das Artefakt sieht aus wie eine alte Druckwalze voller Symbole. Nein. Nein. Ja gut, das kann man natürlich auch ein bisschen interessanter gestalten, dieses Nein, aber vielleicht hier das Boot bedecken, weil es so hässlich aussieht. Oder die Tür. Tja, da brauchst du ja eigentlich gar nicht erst hingehen. Vielleicht Boot wieder aufstellen. Das Boot zu bewegen würde es nur völlig ruinieren. Ja, das hast du schon gesagt. Gut, ja, mit dem Elefant können wir bestimmt auch nichts machen, oder? Vielleicht das hier auf die Tür kleben? Hm. Auch keine Ahnung. Ja, Leute. Vielleicht wieder rausgehen. Aber rausgehen, was würde uns das bringen? Okay, wir können tatsächlich wieder rausgehen. Gucken, ob sie jetzt hochgehen will, vielleicht. Sie kann noch nicht gehen. Okay, sie kann noch nicht gehen. Vielleicht kriegen wir diese Gitter jetzt auf. Weil wir die andere aufgekriegt haben. Ich glaube es zwar nicht. Auch dieser Zaun. Okay, da wird sich wohl nichts geändert haben. Der Zaun bewegt. Okay, hier können wir sicherlich auch nichts machen mit dem Schiff. Ah, hier ist noch was. Was ist denn hier? Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Ach, guck mal an, das Tischtuch. Sieh mal an. Okay, dann muss das irgendwas mit dem Tischtuch zu tun haben. Hier mit dem Tischtuch. Okay, damit will sie aber nichts machen.
Okay. Liegt hier vielleicht noch irgendwas, was ich nicht sehe? Was könnten wir noch tun mit der Druckerwalze? Irgendwas? Ja, ich habe keine Ahnung. Gut, ich denke mal, das werden wir im nächsten Part rausfinden. Ja, das war Let's Play Baphomets Fluch. Beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich hier durch diese Tür gelangen und herausfinden, was wir hier eigentlich finden wollen. Ja, nach diesem tollen Super-Rätselpart hoffe ich, dass es beim nächsten Mal etwas abwechslungsreicher wird. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt und ihr hattet Spaß bei meinen kleinen Fails. Jo, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, euer Dreambird.